Wir sind heute hier mal am Bahnhof in Pullach und man sieht, die Schranke ist wie immer zu. Wir haben ja aber verschiedene Probleme am Bahnhof und das würde ich jetzt gerne mal mit dir besprechen. Welche sind das? Genau, wir haben drei Probleme. Das eine ist die geschlossene Schranke, sprich die S-Bahn-Linie, die den Ort teilt. Das zweite ist, was machen wir aus dem Gelände gegenüber, dem Herzoghaus? Und das dritte ist, was machen wir aus dem Bahnhofsareal und dem Bahnhof, der sich daneben befindet? Zum Thema Teilung des Ortes gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist die lang diskutierte Möglichkeit, die S-Bahn tiefer zu legen. Ja. Die hat jetzt wieder eine gewisse Aktualität bekommen, denn die Bahn plant die Verlängerung der S-Bahn-Strecke nach Geretsried. Dazu sollen dann Langzüge eingesetzt werden, also mit drei Wagen. Da ist der Bahnhof eh zu klein. Das heißt, es kann sein, dass was gemacht werden muss. Vielleicht stehen dann auch Bundesmittel zur Verfügung. Wir sollten in der nächsten Wahlperiode, also den nächsten 6 Jahren, explorieren, ob und inwieweit das möglich ist und was es uns als Gemeinde kosten würde. Richtig. Wenn wir das machen, ist es unsere Position, dass das ein solcher Invest ist, dass da die Bürger, also wir alle darüber abstimmen müssen, ob wir dieses finanzielle Risiko gehen wollen und wie wir das machen, ob per Darlehen, per Bürgerfonds oder wie auch immer. Die Alternativplanung ist die, dass man sagt, naja, wie wäre es denn, das freigewordene Herzoghaus dazu zu nutzen, hier doch eine Unterführung zu machen? Ja. Man könnte hier hinten, ist der Fahrradständer auf der anderen Seite der Gleise und hier das Herzoghaus. Das würde sich beides als Fläche für Auf- und Abgänge nutzen. Wir sind alle keine Tiefbauingenieure, wissen nicht, ob das funktioniert. Jedenfalls sollte man das mal explorieren, ob das wenigstens eine Möglichkeit wäre. Ansonsten sind wir der Meinung, dass die Fläche Herzoghaus und Bahnhofsareal einheitlich beplant werden muss. Ja, man sollte die Chance nutzen, die man da jetzt vielleicht gehen wir dazu mal auf die Schäferwiese und dann schauen wir es uns da nochmal an. Gut. Wir sind jetzt ein paar Meter weiter gegangen und befinden uns hier vor dem Grundstück des ehemaligen Herzoghauses. Ja, welche Ideen haben wir dazu, außer es also zu untertunneln? Zuerst muss ich mich bei den Grünen entschuldigen. Ich bin nämlich gerade über zwei Krokusse gelatscht und habe die dem Erdboden gleich gemacht. Das tut mir leid. Also hier zeigt die Perspektive ganz schön, in welchem engen räumlichen Zusammenhang das Herzoghaus, wir stehen auf der Schäferwiese und blicken auf das Herzoghausgelände, in welchem engen räumlichen Zusammenhang sich das miteinander befindet. Hier sind sich, glaube ich, alle einig, dass man was damit machen will. Über die Schäferwiese herrscht Streit, will man die bebauen oder nicht. Im Moment kann man sie nicht bebauen. Erklär uns doch erstmal eben kurz, was Schäferwiese in dem Sinne eigentlich heißt. Also die Schäferwiese ist einfach die Wiese oberhalb vom Dach der Tiefgarage neben dem Bahnhof. Also hier ist der Bahnhof, hier ist die Tiefgarage und die Wiesenfläche, die sich darauf befindet, das ist die Schäferwiese. Okay. Also das ist jetzt die Schäferwiese, das ist die einzige Wiese mit integrierten Glaskuppeln nach unten, denn das ist eigentlich keine Wiese, das ist das Dach von der Tiefgarage. Ja, ja. So. Die Frage ist, wie viel ist uns diese Wiese wert? Im Moment zieht es recht, wie manchmal im Winter, das spürt man dann auch am Bahnhof. Aus unserer Sicht ist das die einzige Wiese, wo eine Nachverdichtung möglich ist. Direkt am Bahnhof empfiehlt die sich auch. Gerade die Ostseite, also diese Seite der Schäferwiese, ist eigentlich ideal, um da ein Geschäftshaus hinzubauen. Da ist auch richtig Platz für ein Geschäftshaus. Und es gibt in Pullach Einzelhandelsgeschäfte, die suchen händeringend nach Platz. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt da was hinstellen und dann hoffen, dass da irgendwas reinkommt, sondern es ist ein konkreter Bedarf nach attraktiven Geschäftsräumen auch da. Okay. Gleichzeitig könnte man mit diesem Haus ganz viele andere Bedarfe regeln. Da ist ja nun wirklich einigermaßen Platz hier. Da hat man dann auch Platz für seniorengerechtes Wohnen, für integratives Wohnen und auch für geförderte Wohnflächen, für solche, die sich das nicht leisten können. Es ist die große Frage, ja, was machen wir denn in Pullach, wo bauen wir das denn hin? Hier wäre der ideale Platz dazu. Für Senioren optimal gelegen zum Bahnhof und auch optimal gelegen zu den Geschäftshäusern. Das ermöglicht ein gutes seniorengerechtes Wohnen. Absolut. Das ist also der Plan, den wir haben. Wollen wir das so nachverdichten, dass hier alles zugestellt ist? Ich glaube, das wollen wir nicht. Nee. Gerade die Fläche hier zum Bahnhof ist auch eine gute Rückzugsfläche. Wenn man mal auf die S-Bahn wartet oder sonst was, da können wir uns jede Menge Begrünung vorstellen. Im Moment auf dieser Fake-Wiese, muss man ja wirklich sagen, ist keine Begrünung möglich, weil die Bäume hier schlicht und ergreifend nicht wurzeln können. Ja? Das heißt, wenn wir hier Bäume hinstellen wollen, müssen wir diese Wiese neu machen. Also ich habe in der Podiumsdiskussion den blöden Witz gemacht, zu sagen, dass das nicht tragfähige Dach des Parkhauses nicht tragfähig ist. Das ist tatsächlich der Fall. Also hier dieses Dach
da kann man noch nicht mal Menschenveranstaltungen drauf machen. Das ist viel zu instabil. Mhm. Und dann müssen wir sagen, das an einer so zentralen Lage hier im Ort, das ist einfach nicht zukunftsfähig. Ist auch kein schönes Entree, finde ich, wenn man jetzt aus dem Bahnhof rauskommt. Gut, die meisten gehen an den Enden der Bahnsteige runter, aber trotzdem, so richtig Vorzeigeplatz ist das hier nicht. Ja, und dann, das hilft dann auch nichts, wenn du den Bahnhof verglast und irgendwie aufwertest. Diese Fläche, die ist einfach ungenutzt und so eine zentrale Fläche, ich verstehe, dass man Grünflächen offen halten will, aber das ist so die einzige Fläche, an der es überhaupt meines Erachtens richtig geht. Ja, ja, und absolut. Das sollten wir dann wahrscheinlich auch nutzen. Gut, ja, fein, danke. Also, wenn Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden sind, dann würden wir Sie ganz herzlich um Ihre Stimme für die FDP am 15. März bitten. Vielen Dank.